Sag mal, hattest du auch schon mal Schwierigkeiten, dass, wenn du ein Gesteck machen möchtest, deine Steckmasse wackelt? Ist es dir schon mal passiert, dass das alles einfach überhaupt nicht zusammenhält? Dann zeige ich dir jetzt, wie du es am besten befestigen kannst. Also ich werde dir jetzt einfach mal vier gute Tipps geben, wie du sowas richtig gut festmachen kannst. Also zum Ersten, du steckst eben einfach. Nimmst einen ganz großen Ziegel und stellst diesen großen Ziegel in deine Schale. Jetzt habe ich zwar auch noch ein bisschen Luft, aber hier ist so viel Schwere in dieser Steckmasse drinnen. Da kommen ja nachher auch Blätter und Blumen hinein. Das heißt, hier passiert einfach überhaupt gar nichts. Da kannst du sicher sein. Das Problem bei dieser Technik ist es nur, du willst ja, ein kleines Gesteck machen. Man soll ja nachher noch ein bisschen von diesem schönen Rand von dem Gefäß sehen. Also das funktioniert nicht, dass du hier so einen riesig großen Steckmasseblock hast. Wir wollen den Steckmasseblock nur halbieren und dann passiert es eben, dass es dir wackelig wird. Ein halber Steckmasseziegel. Jetzt kann es dir hier hin und her rutschen, ohne dass es festhält. Und dann hast du ja nachher das Problem, wenn dein Gesteck da fixiert werden soll. Deine Basis im Prinzip ist es wie ein Fundament von einem Haus. Das hält nicht, das wackelt. Dann hält dein ganzes Gesteck nachher nicht an dem Punkt, wo du es gerne haben möchtest. Also das Allereinfachste geht, du nimmst ein paar Steine. Solche, die hübsch zum Gefäß passen und legst die außen einfach herum und schon passt es super. Also jetzt kann da nichts mehr rutschen, zumindest nicht mehr von dieser Seite her und du könntest ja hier auch noch was reinmachen. Das ist aber eigentlich nicht notwendig. Also so geht's super easy. Aber es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar möchte ich dir zeigen, wie du es mit Moos festmachen kannst. Also ich habe hier ein wunderschönes Büschel Moos vorbereitet. Das mache ich mir so, dass das sehr schön aussieht. Das heißt, dieses Moos wird nachher auch gleich Bestandteil von meinem Gesteck. Also das heißt, ich muss dann mein Moos später, wenn ich es stecke, auch sichtbar haben. Ich schneide es unten ab. Ich habe hier immer einen Mülleimer unter meinem Tisch. Das heißt, ich schneide einfach mit der Blumenschere das Moos unten schön kurz, schneide mir die ganze Erde hier raus und nehme jetzt genau an dieser Stelle, wo das alte Moos aufhört und das neue Moos beginnt, einen Draht. Ich habe mir jetzt vorbereitet einen grünen Draht. Das heißt, der grüne ist ummantelt mit Lack. Ich nehme sonst oft auch gerne schwarze Drähte, die nicht ummantelt sind. Aber bei so einem schönen Porzellangefäß ist es sehr wichtig, dass du einen lackierten Draht nimmst, damit der Draht nicht in deinem Gefäß rostet. Weil wenn es rostet, wenn das jetzt zum Beispiel eine Woche unbeweglich oder 2 Wochen in deinem Gefäß drin steht, kann es sein, dass du einen Flugrost da ansiedelst, der nicht mehr aus diesem Gefäß rausgeht. Das heißt, du hast Flecken, rostige Flecken, die in deinem Porzellan- oder Keramikgefäß sichtbar bleiben, auch bei Glas. Also ich habe meinen Draht drumherum gelegt, ich habe ihn hier einmal überkreuzt und jetzt drehe ich ihn einfach um. Verschiedene Andrahtetechniken kannst du ganz wunderbar bei meinem Basisvideo lernen. Das habe ich gemacht, das heißt einmal eins Floristik, Basiswissen für Profis. So, und jetzt habe ich hier ein schönes Bündel und dieses Bündel stecke ich mir jetzt hier rein, sodass die Köpfchen sich nach oben drehen und schon ist es besser. Aber ich mache ein zweites Büschelchen. Ich richte mir jetzt die Köpfe oben schön gleichmäßig, weil ich es nachher als Gesteckbestandteil mit integriert haben möchte. Deswegen soll es auch jetzt gleich schön aussehen. Ich schneide es wieder hier ab, an der Stelle, wo das Moos, das Frische, in das
Moos vom letzten Jahr übergeht. Nehme wieder einen Draht, lege diesen Draht eng um mein Büschel herum, gehe über Kreuz, schieb den Draht ein bisschen zusammen und drehe ihn einfach um die eigene Achse und schneide ihn ab. So, das mache ich jetzt hier versetzt ein bisschen an diese Seite rein und ich mache noch an der dritten Stelle ein drittes Büschel, dann kann nichts mehr verrutschen. Wieder an der engsten Stelle einen Draht rein, zusammendrücken und umdrehen, mit der Drahtschere abschneiden und reinstecken. So, schau, hier rutscht und wackelt gar nichts. Aber möglicherweise sagst du, ich habe kein Moos, Moos gefällt mir in meiner Gestaltung nicht, Moos fängt auch an, ein bisschen einen Geruch zu entwickeln, den man mögen muss. Also gebe ich dir noch eine weitere Technik. So, der dritte ist vielleicht dein Lieblingsbefestigungselement, ein sogenannter Pinholder, ein kleines Plastikpin und eine Spezialknetmasse, den man da dazu verwendet. Schneide ich mit der Schere ab, eine ganz einfache Bandschere. Es hat hier unten eine Folie. Ich schaue, dass ich die Klebemasse, ohne dass ich es viel berühre, auf meinen Pin drauf bekomme. Fett hindert ein bisschen den Klebeprozess. So, dadurch, dass ich jetzt das Moos da reingesteckt habe, muss ich erst mein Gefäß sauber machen. Wenn du dich für diese Technik entscheidest, hast du ja gar nicht vorher diese verschiedenen anderen Techniken ausprobiert. Also ist dein Gefäß ja auf jeden Fall sauber. Ich mache das kurz sauber. Es muss trocken sein. Wenn es fettig und nass ist, dann hält der Pin nicht. Also ein gut gespültes Gefäß wäre wichtig. Jetzt gehst du her, nimmst einfach den Pin, drückst diesen Pin mit deiner Klebemasse auf dein Gefäß, auf deinen Boden drauf und hier steckst du dir die Steckmasse drauf. So, jetzt kannst du auch die allerwinzigste, kleinste Steckmasse wirklich richtig gut verankern und nichts wackelt und alles ist gut. Was ich dir jetzt aber gerne noch zeigen möchte, ist das richtige Einweichen dieser Frischsteckmasse. Da gibt es immer wieder Probleme. Viele Menschen drücken diese Steckmasse ins Wasser rein und es kann dann sein, dass ein trockener Kern innen drinnen bleibt. Die richtige Art und Weise ist einfach, du nimmst ein Gefäß, füllst es gut mit Wasser auf, legst deinen Steckmasseblock rein, trocken. So kannst du ihn übrigens jahrelang aufbewahren. Wenn er erstmal feucht ist, dann darfst du ihn nicht wieder austrocknen lassen, sonst verliert er die Kapazität, das Wasser zu halten. Also, falls du eine Steckmasse verwendest, die du schon einmal benutzt hast, dann lass die bitte immer feucht und kannst so oft reinstecken, solange du noch Festigkeit hast in deiner Steckmasse. Irgendwann wird die zu mürbe, irgendwann zerbröselt die, aber du darfst sie auf jeden Fall nicht wieder austrocknen lassen, sonst nimmt sie zu wenig Wasser auf. Schau, und während ich dir das erzählt habe, hat sich die Steckmasse schon ganz voll gesaugt. Es geht in wirklich sehr kurzer Zeit. Jetzt ist gewährleistet, dass die gesamte Luft aus dieser Steckmasse heraus ist und dass du wirklich überall Wasser drin hast. Und es ist ganz schön enorm. Du siehst, wie voll der Wasserstand vorher war, was dieser Ziegel hier aufsaugt. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.